nach wie vor als Flurname gebräuchlich ist. Hier in Tauplitz, Bad Mitterndorf, steht Kulm. Für die größte Sprungschanze Österreichs, für die größte Flugshow Österreichs und für die größte Zuschauerbegeisterung Österreichs. Herzlich willkommen zum zweiten Flugtag. Freue mich, dass Sie mit dabei sind. Und die große Frage ist ja, kann das, was wir gestern geboten bekommen haben, heute noch in irgendeiner Art und Weise übertroffen werden? Naja, vielleicht weiß das der Sieger von gestern, der Weltmeister Gregor Schlierenzauer. Mein Kollege Hans-Peter Stauber hat ihn im Springerdorf an seiner Seite. Ja, Gregor Schlierenzauer ist hier unmittelbar vor dem ersten Durchgang jetzt. Zweiter Tag, zweite Entscheidung und gestern der vierte Sieg in Folge. Untouchable, unberührbar. Ist es das, was es ausmacht? Ja, es klingt einmal sehr gut, untouchable. Also wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl auf Schiffflugschanzen, kann auch mit der Luft spielen und ja, heute neuer Tag, neues Glück und ich werde wieder versuchen, so gut wie möglich Ski zu fliegen. Rekapituliert man heute noch, was gestern geschehen ist, dieser Schanzenrekord, 215,5 Meter, Sie haben ihn zwar gestanden, aber mit Schmerzen. Denkt man da noch dran oder geht man heute wieder ans Limit? Nein, also wenn man oben steht, ist natürlich voller Angriff gefragt und das werde ich auch so machen, also ganz klar. Aber natürlich habe ich heute schon ein bisschen Schmerzen gehabt, das muss ich zugeben. Mir hat ein bisschen das Kreuz weh dann in der Früh. Bin aber dann gleich in die Physiotherm-Infrarotkabine gegangen und dann hat das super hingehauen wieder. Und ja, jetzt fühle ich mich gut und wie gesagt, ich werde voll angreifen und die Jury, glaube ich, hat das auch jetzt Gott sei Dank sehr gut geregelt. Schon im Probedurchgang war ein bisschen weniger Anlauf und werde auch jetzt im Wettkampf dann so sein. Spielen die unmittelbaren Konkurrenten Amann, Koch unter Umständen mental eine Rolle? Wolfgang Kleutzl natürlich auch. Nein, für mich nicht. Also wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin mit sehr viel Freude dabei und will einfach sehr gute Skiflüge zusammenbringen und dann sieht man eh, was rauskommt. Fünfter Sieg in Folge. Wäre natürlich schön. Schauen wir mal. Untouchable. Ja, schauen wir. Die Anschnallzeichen sind erloschen. Die besten Skiflieger der Welt werden los und abgelassen. Und so